Frau Erzbischöfin Jacqueline ist ja eben schon vorgestellt worden und ich möchte eigentlich nur noch zwei Dinge kurz ergänzen aus Ihrem Lebenslauf. Sie haben von 2001 bis 2007 als Professorin für systematische Theologie in Chicago gelehrt und sind dann nach Schweden wieder zurückgekehrt und waren dort die erste Bischöfin, die tatsächlich vom Kirchenvolk gewählt worden ist. Davor wurden zwei Bischöfinnen, aber von der damals noch von dem Oberhaupt der schwedischen Kirche ernannt. Also das noch zur Einführung. Und außerdem, sie wird in der nächsten Woche die Ehrendoktorwürde der Universität Greifswald erhalten. Darauf freuen wir uns schon alle sehr. Wir begrüßen in unserer Runde auch Herrn Staatsminister Michael Roth. Er ist im Auswärtigen Amt in Berlin Europastaatsminister und nimmt daneben auch noch eine Fülle anderer Aufgaben wahr, zum Beispiel als Beauftragter für die deutsch-französische Zusammenarbeit, was ja in unserem Kontext heute auch durchaus relevant ist. Herr Roth stammt aus Osthessen, nämlich aus dem weltweit bekannten Ort Heringen. Frau Schwätzer, damit haben Sie mir jetzt eine Freude gemacht. Er ist Politologe und hat in Frankfurt am Main und an der FU in Berlin studiert. Mitglied des Deutschen Bundestages, Staatsminister im Auswärtigen Amt, ist nämlich immer gekoppelt an die Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag. Mitglied im Deutschen Bundestag sind Sie seit 1998 und mit Ihrer Funktion als Stellvertreter des Ministers im Auswärtigen Amt in der Rolle des Europastaatsministers nehmen Sie auch an Kabinettssitzungen teil. Ein Vorzug, den ich in meiner Zeit als Staatsministerin sehr genossen habe. Sie sind jetzt zum zweiten Mal berufen worden in die Kammer für öffentliche Verantwortung, dritten Mal in die Kammer für öffentliche Verantwortung der evangelischen Kirche in Deutschland. Und aus Ihren Reden kann man schon entnehmen, dass Sie in einer Fülle von Aspekten mit unserem Thema vertraut sind und uns auch dazu etwas zu sagen haben. Sie setzen sich dafür ein, den sozialen Zusammenhalt auszubauen, um Vertrauensverlusten zu begegnen. Das ist ein Thema, was uns auf diesem Podium heute noch interessieren wird. Und wir möchten gerne von Ihnen verstehen lernen, wie unsere Partner in Europa ticken, zumindest etwas besser. Und wir würden uns auch wünschen, von Ihnen zu erfahren, welche Erwartungen Sie an die Kirchen haben. Ich darf als dritten Teilnehmer auf unserem Podium begrüßen Frère Alois. Frère Alois ist seit 2005 Prior der Ökumenischen Bruderschaft von Thésée. Sie haben damals die Nachfolge von Frère Roger angetreten, dem, ich würde schon sagen, legendären Gründer der Communauté von Thésée. Sie sind aber Deutscher, Sie stammen aus Nördlingen und haben mit 17 erstmals an einem Jugendtreffen der Brüder von Thésée teilgenommen. Die Faszination, die davon ausging, hat sie dann dazu geführt, mit 19 Jahren in die Bruderschaft einzutreten und mit 21 auch das Versprechen abzugeben. Neben ihrem Interesse an Musik und Liturgie sind es vor allen Dingen seelsorgerliche Fragen und geistliche Begleitung von Jugendlichen, die sie in Thésée jetzt im Wesentlichen begleiten. Wir würden von Ihnen wirklich gerne den Aspekt der Jugend in diese Diskussion eingetragen bekommen. Und da interessiert mich als erstes in dem Zusammenhang, ob Sie Erfahrungen in Ihren Treffen in Thésée auch mit der Frage Europa gemacht haben. Reden Jugendliche darüber? Denken sie darüber nach? Bedeutet ihnen etwas? Bedeutet denen, die zu ihnen kommen, etwas, dieses Europa? Ganz sicher.
Nur es ist wahrscheinlich so, dass es für viele junge Menschen selbstverständlich geworden ist. Alle, die jetzt nach der Wende, nach dem Mauerfall aufgewachsen sind, sind in einem Europa aufgewachsen, das völlig anders ist als vorher. Vorher waren wir immer, haben wir mit dieser Grenze gelebt. Und diese Grenze hat unser Bewusstsein ganz stark geprägt. Jetzt die Freizügigkeit hat eine ganz neue Situation geschaffen. Und es ist so selbstverständlich, dass man erst merkt, wie gut Europa schon trotz allen Schwierigkeiten zusammengewachsen ist, wenn wir jetzt auch wieder neu die Probleme sehen, die plötzlich wieder hochkommen. Fragen, von denen wir meinten, dass sie gelöst sind. In Taizé haben wir die Geschichte des Zusammenwachsens Europa miterlebt. Es ist wie ein Echo. In Taizé erleben wir wie ein Echo von dem, was in Europa vor sich geht. Ja. Vielen Dank, Herr Staatsminister Roth. Über die Schwächen von Europa oder besser gesagt Europäische Union. Unser Blick ist ja weniger auf das ganz große Europa gerichtet, als vielmehr darauf, welchen Problemen wir derzeit in der Europäischen Union begegnen. Also von den Problemen hören wir sehr viel. Ich würde von Ihnen gerne mal hören, welche Stärken Europa auch derzeit hat. Guten Morgen erst einmal an Sie alle. Ich freue mich, dass ich das erste Mal auf einer EKD-Synode sein darf. Und weil Sie eben so schön über mich gesprochen haben und über Hering gesprochen haben und weil ich einige Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus meiner Landeskirche hier sehe, muss ich sagen, ich bin auch schon das dritte Mal in der Landessynode von der Evangelischen Kirche von Coersen-Waldeck. Weil mir das wichtig ist, wollte ich das hier gerne noch mal erwähnt wissen. Was sind die Stärken Europas? Vermutlich muss man derzeit die Europäische Union verlassen, Europa verlassen, um zu spüren und zu wissen, was uns auszeichnet. Dass in der Europäischen Union Frieden herrscht, dass es trotz aller Schwierigkeiten vielen Menschen gut geht und dass Europa immer noch ein Sehnsuchtsort für ganz, ganz viele Menschen ist, die sich weltweit aufmachen, um teilzuhaben an dieser Idee, an dieser gelebten Wirklichkeit Europa. Und das sollte uns in all diesen Krisen und in all diesen Depressionen, denen wir ja manchmal ausgesetzt sind, Hoffnung machen, dass Europa immer noch für ganz, ganz viele Menschen etwas Wunderbares und Wundervolles ist. Und wenn wir es nicht hätten, dann müssten wir es eigentlich gerade jetzt erfinden. Und das ist auch das Stück Danke, was ich Ihnen allen entgegenbringen möchte, weil wir ja über viele Krisen sprechen könnten heute. Die schlimmste Krise ist nicht die Wirtschaftskrise, ist nicht die soziale Krise, ist vielleicht auch nicht die Krise des Populismus und Nationalismus. Die größte Krise ist die des Desinteresses und der Ignoranz. Viele engagieren sich derzeit nicht und erheben nicht ihre Stimme. Und deshalb finde ich es großartig, dass Sie das heute hier auch der Synode tun und dass Sie auch sich über die ganze Synode hinweg mit den Fragen Europas beschäftigen. Europa braucht Freundinnen und Freunde und das wäre etwas, was ich so auch als Wunsch an Sie alle weitergeben möchte. Europa braucht Freundinnen und Freunde. Das ist doch, glaube ich, etwas, was wir uns wirklich schon mal ins Stammbuch schreiben lassen können. Erzbischöfin Jacqueline, Sie haben in Schweden ja ähnliche Probleme wie wir in Deutschland. Schweden war das Land, das pro Kopf oder in der Bevölkerung prozentual noch mehr Flüchtlinge aufgenommen hat im vergangenen Jahr als Deutschland. Wie ist der Blick der Schweden heute auf die Europäische Union? Ja, ich glaube, man kann sagen, dass Schweden eigentlich eher lauwarme Europäer sind als leidenschaftliche Europäer. Und man merkt das manchmal so an, wie man redet. Man spricht davon, dass man nach unten nach Brüssel oder nach unten auf den Kontinent, man fühlt sich eben mehr nördlich. Und es ist auch so, also wo ich herkomme, Uppsala, das ist
oberhalb der Kante ihrer Karte. Und, so, und das ist immer noch, Uppsala ist noch nicht mal die Hälfte Schwedens, da ist noch mehr oben drüber. Also von daher ist auch irgendwie nicht nur ein geografischer Abstand, da ist auch ein mentaler Abstand, dass man den Kontinent, dass man Europa manchmal als was anderes auffasst als Skandinavien, Nuden, den Norden, wie man sagt. Und ich denke, wir bekommen relativ wenig Neuigkeiten aus der EU. Und das, was wir bekommen, ist eher technisch. Ich meine, man ist schon sich dessen bewusst, wie man Gelder bekommt und solche Sachen. Aber dass die Europa-Idee in Schweden lebt, das wäre zu viel behauptet. Und ich denke, das hat damit zu tun, dass man in Schweden eben nicht so Kriegserfahrungen gemacht hat, wie eben viele Länder in Europa gemacht haben. Dieser Gedanke, dass Schweden, dadurch, dass Schweden neutral war, wie neutral das nur eigentlich war, kann man drüber reden, aber formell neutral war im vorigen Jahrhundert, hat Schweden vor zwei fürchterlichen Weltkriegen bewahrt. Also ist Neutralität gut, also ist es auch gut, wenn man sich so ein bisschen auf seine eigenen Kante hält. Ich glaube, das spielt damit rein, dass eben die Passion für Europa, für die Idee Europa, weniger da ist, als man eben dann so sagen die technischen Lösungen sieht. Und es war interessant, als Schweden abgestimmt hat über den Beitritt zur Europäischen Union, da war das auch so ein bisschen eine Genderfrage, dass man gesagt hat, ja, das sind die großen Jungs, die wollen nach Brüssel und da Macht spielen, aber wir Frauen, wir wollen die Nähe, wir wissen, dass es am besten ist, wenn die Entscheidungen nah an der Basis getroffen werden. Das ist jetzt nicht mehr so offenbar, aber es gibt immer noch so, ja, in Brüssel, da bestimmen sie, wie die Bananen gekrümmt sein müssen und wie groß die Gurken sein dürfen und solche Sachen. Also es gibt noch viele Widerstände. Und als um den Euro abgestimmt wurde, da ist auch Schweden, hat ja Nein gesagt und hat dann in den letzten Jahren gesagt, wie gut, dass wir Nein gesagt haben. Das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD hat in den vergangenen Wochen eine Studie durchgeführt, die jetzt gleich dann auch noch präsentiert werden wird. Und da hat es einige interessante Ergebnisse gegeben. Zum Beispiel eines, dass eine große Mehrheit der Deutschen sagen, dass sie sich sowohl als Deutsche wie als Europäer fühlen. Würden Sie sagen, dass die Schweden das auch so sehen würden? Ich glaube, formell schon viel. Es ist schwer dafür natürlich für alle Schweden zu sprechen. Man sieht schon die Vorteile und man hat ja auch die gleiche Farbe auf dem Pass. So. Ich denke, wenn ich mal persönlich spreche, ich habe selbst doppelte Staatsangehörigkeit und habe, wie Sie sagten, auch 6 Jahre in den USA gelebt. Und eigentlich war es, wie Sie auch sagten, man muss die Perspektive von außen mal sehen. Als wir in den USA gelebt haben, hat mein Mann immer gesagt, irgendwann wollen wir zurück nach Europa. Es war uns nicht, dass wir gesagt haben, wir wollen zurück nach Schweden oder wir wollen zurück nach Deutschland, wir wollen zurück nach Europa. Manchmal braucht es eben den Abstand, dass man sich auch als Europäer und Europäerin identifiziert.